Monitoring Spirits. Was ist das? Ist das biblisch? Wie bekämpft man Monitoring Spirits? Teil 1. Was uns die Geschichte von Simson aus Richter Kapitel 16 lehrt. Ich grüße euch vom Kanton Aargau. Und du begleitest mich heute auf dem Fricktaler Kriesiweg, dem Fricktaler Kirchenweg. Über englische Kanäle wurde ich auf ein Thema aufmerksam, welchem ich mir lange nicht bewusst war. Das Thema Monitoring Spirits. Jedoch hatte ich Zeit meines Lebens mit diesen Monitoring Spirits zu kämpfen, ohne es zu wissen. Ich habe mir übrigens überlegt, wie sich der Begriff Monitoring Spirits übersetzt nennt. Vielleicht so etwas wie Überwachungsgeister. Dieses Thema ist nicht nur bloße Theorie, sondern leider sehr real. Wieder und wieder wird in Videos erwähnt, dies würde die sogenannten Chosen Ones betreffen, also die Auserwählten. Hier möchte ich generell eine Extrawarnung abgeben. Wir wissen ja, was geschrieben steht für die Endzeit in Bezug auf die Auserwählten. Matthäus 24, Vers 24, denn es werden falsche Retter, falsche Messiasse und falsche Propheten auftreten und werden große Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Markus 13, Vers 22. Es werden aber falsche Retter und falsche Propheten aufstehen, die Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, die Auserwählten zu verführen. Also gebt besonders bei solchen Kanälen Acht darauf, die die sogenannten Auserwählten ansprechen wollen. Solche Kanäle scheinen momentan wie Pilze aus dem Boden zu schießen. Aber wir wissen ja, an ihren Früchten werden wir sie erkennen. Dennoch, diese Monitoring Spirits sind leider Realität. Und so gilt bei solchen Kanälen, prüfet alles und das Gute behaltet. Die Heilige Schrift erwähnt zwar diese Monitoring Spirits nicht explizit, jedoch können wir ein solches Benehmen an mehreren Stellen in der Heiligen Schrift wiederfinden. Im Buch der Richter ab Kapitel 13 finden wir Schimson oder auch ausgesprochen Simson oder Samson, je nach Dialekt. Simson war ein Held aus dem Stamm Dan. Simson war ein Auserwählter Jehovas, ein sogenannter Nazireer. Simson war für die Philister unbesiegbar, solange er sein Haupthaar ungeschoren ließ. Dadurch besiegte er die Unterdrücker Israels mehrfach. Simsons Frau Delila wurde von den Philistern bestochen, um an das Geheimnis heranzukommen, wie man Simson besiegen kann. Zuerst verriet es ihr Simson nicht, allerdings war sie sehr hartnäckig und drückte auch auf die erpresserische Tränendrüse, nach dem Motto, du liebst mich nicht, sonst würdest du. Wenn wir dies genau betrachten, ist dies eine satanische Umkehrung von Delila. Denn Delila liebte Simson nicht, sonst hätte sie sich nicht gegen ihn bestechen lassen. Und in der Heiligen Schrift steht ganz eindeutig, dass Simson Delila lieb hatte. Delila war leider so hartnäckig, dass Simson müde wurde und Delila sein Geheimnis verriet. In der Folge wurde Simson im Schlaf geschoren, verlor seine Kraft und wurde von den Philistern gefangen genommen und man stach ihm die Augen aus. Zum Schluss erlangte Simson nochmals seine Kraft und brachte einen Philistertempel zum Einsturz, wodurch er 3000 Philister mit sich in den Tod riss.
Weil das Thema wirklich wichtig ist, habe ich beschlossen, euch hierzu nun Richter Kapitel 16 zu lesen. Bitte hört aufmerksam zu. Und Simson ging nach Gaza, und er sah dort eine Hure und ging zu ihr ein. Da wurde den Gassitern gesagt: Simson ist hierher gekommen. Und sie umstellten ihn und lauerten die ganze Nacht auf ihn im Stadttor. Sie verhielten sich die ganze Nacht ruhig und sprachen: Am Morgen, wenn es hell wird, wollen wir ihn erschlagen. Und Simson lag bis Mitternacht. Um Mitternacht aber stand er auf, und er ergriff beide Flügel des Stadttores samt den beiden Pfosten und riss sie mitsamt den Riegeln heraus, und er legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf auf den Gipfel des Berges, der vor Hebron liegt. Danach aber gewann er eine Frau lieb am Bach Sorek, die hieß Delila. Da kamen die Fürsten der Philister hinauf und sprachen zu ihr: Überrede ihn und sieh, worin seine große Kraft besteht und wodurch wir ihn überwinden können, damit wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir dir jeder 1100 Silberlinge geben. Da sprach Delila zu Simson: Verrate mir doch, worin deine große Kraft besteht und womit man dich binden kann, um dich zu bezwingen. Simson aber sprach zu ihr: Wenn man mich mit 7 frischen Sehnen binden würde, die noch nicht vertrocknet sind, so würde ich schwach und wie jeder andere Mensch. Da brachten die Fürsten der Philister 7 frische Sehnen zu ihr hinauf, die noch nicht vertrocknet waren, und sie band ihn damit. Man lauerte aber auf ihn bei ihr in der Kammer, und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson. Er aber zerriss die Sehnen, wie man Flachsfaden zerreißt, wenn er Feuer gerochen hat. So wurde nicht offenbar, worin seine Kraft lag. Da sprach Delila zu Simson: Siehe, du hast mich betrogen und mir Lügen vorgeschwatzt. Nun verrate mir doch, womit man dich binden kann. Da antwortete er ihr: Wenn man mich festbinden würde mit neuen Stricken, mit denen nie eine Arbeit getan worden ist, so würde ich schwach und wie jeder andere Mensch. Da nahm Delila neue Stricke und band ihn damit und sprach zu ihm: Philister über dir, Simson. Und man lauerte ihm auf in der Kammer. Er aber riss sie von seinen Armen wie einen Faden. Da sprach Delila zu Simson: Bisher hast du mich betrogen und mir Lügen vorgeschwatzt. Sage mir doch, womit man dich binden kann. Er antwortete ihr: Wenn du die 7 Haarflechten meines Hauptes mit Kettenfäden zusammenflechten würdest. Da heftete sie diese an einen Pflock und sprach zu ihm: Philister über dir, Simson. Er aber wachte von seinem Schlaf auf und riss den Webepflock samt den Kettenfäden heraus. Da sprach sie zu ihm: Wie kannst du sagen, du hättest mich lieb, während dein Herz doch nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich nun betrogen und mir nicht verraten, worin deine große Kraft besteht. Als sie ihn aber alle Tage lang mit ihren Worten nötigte und in ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war, und sprach zu ihr: Es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Nazäräer Gottes von Mutterleib an. Wenn ich nun geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, und ich würde schwach und wie alle anderen Menschen. Als nun Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz geoffenbart hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und ihnen sagen: Kommt noch einmal herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz geoffenbart. Da kamen die Fürsten der Philister wieder zu ihr hinauf mit dem Geld in ihrer Hand. Und sie ließ ihn auf ihrem Schoß einschlafen und rief einen Mann, der schor ihm die 7 Haarflechten seines Hauptes ab. Und sie begann ihn zu bezwingen, und seine Kraft wich von ihm. Da sprach sie zu ihm: Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er: Ich komme davon wie immer und brauche mich nur freizuschütteln. Er wusste aber nicht, dass Jehova von ihm gewichen war. Aber die Philister nahmen ihn fest und stachen ihm die Augen aus, und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit 2 ehernen Ketten, und er musste im Gefängnis die Mühle drehen.
Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, sobald es geschoren worden war. Als nun die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihren Gott Dagon ein großes Opfer zu bringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie: Unser Gott hat den Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Und als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen: Unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben, ja, den Verwüster unseres Landes, ja, den, der so viele der unseren erschlagen hat. Als nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie: Ruft den Simson, damit er vor uns spiele. Da riefen sie den Simson aus dem Gefängnis, und er spielte vor ihnen, und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sprach zu dem Burschen, der ihn an der Hand hielt: Lass mich los, damit ich die Säulen, auf denen das Haus ruht, anrühren und mich daran lehnen kann. Das Haus aber war voll von Männern und Frauen. Auch waren alle Fürsten der Philister dort und auf dem Dach etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson spielte. Simson aber rief Jehova an und sprach: Mein Herr, Jehova, gedenke doch an mich und stärke mich doch, o Gott, nur diesmal noch, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Und Simson umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie. Und Simson sprach: Meine Seele sterbe mit den Philistern. Dann neigte er sich mit seiner ganzen Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürstin und auf alles Volk, das darin war, so daß die Zahl der Toten, die er in seinem Sterben tötete, größer war als die Zahl derer, die er während seines Lebens getötet hatte. Da kamen seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters herab und hoben ihn auf und trugen ihn hinauf und begruben ihn zwischen Sorea und Estaol im Grab seines Vaters Manoach. Er hatte aber Israel 20 Jahre lang gerichtet. Simson hat sich breitschlagen lassen von Delila, und dies war ein großer Fehler, und so ist er schlussendlich zu Fall gekommen. Es war ein tödlicher Fehler. Beachte also genau, wer deine Freunde sind, und gehorche Jehova immer mehr als den Menschen, und lass dich nicht emotional erpressen. Definitiv gibt es in meinem Leben einige Leute, die gerne hätten, dass ich ständig Bericht erstatte, was ich wann vorhabe und was ich geplant habe. Seitdem ich allerdings von den Monitoring Spirits weiß, verrate ich gar nichts mehr. Und das tut mir sehr, sehr gut. Übrigens höre ich auch von vielen anderen Gläubigen immer wieder das gleiche Phänomen. Es betrifft also nicht nur mich. Bei mir sind es vor allem die neugierigen Nachbarn, die, sobald ich aus dem Haus gehe, sofort ans Fenster rennen und schauen. Das ist richtig anstrengend. Und dann noch die neugierigen Vermieter, die immer alles wissen wollen. Manchmal komme ich mir vor wie bei einem Verhör. Wo warst du? Von wann bis wann arbeitest du? Mit wem warst du? Wie geht es auf der Arbeit? Bist du noch auf der gleichen Arbeit? Wie geht es dir gesundheitlich? Bla bla bla. Von sich selbst aber geben sie gar nichts oder nur sehr wenig Preis. Und wenn man dann noch merkt, dass die Vermieter heimlich in die Wohnung gehen, dann ist es besonders alarmierend. Ja, wie geht man damit um? Ich stoße Menschen sehr, sehr ungern vor den Kopf. Und nicht jede Frage kommt von einem Menschen mit einem sogenannten Monitoring Spirit. Doch wenn sich ungläubige Leute in deinem Umfeld befinden, die dich pathologisch und notorisch ausfragen, dann dann ist es ein Alarmzeichen. Und oft handelt es sich dann hier tatsächlich um Monitoring Spirits. Mir ist übrigens unbekannt, ob sie das bewusst oder unbewusst machen.
Möglicherweise gibt es diejenigen, die es unbewusst machen, und dann gibt es aber auch die anderen, die aktiv Zauberei betreiben, und diese machen das dann ganz bewusst. Monitoring Spirits geht es darum, unseren Fortschritt auszukundschaften und wenn möglich ihn zu blockieren. Am liebsten hätten sie es natürlich, wenn sie uns ganz zu Fall bringen könnten, weil sie sind sehr, sehr neidisch auf unsere Errettung. Wir kommen eines Tages dahin, wohin sie niemals gelangen werden. Beachte, dies ist kein Kampf zwischen Fleisch und Blut. Das ist ein geistiger Kampf und viele Gottlose lassen sich als Gefäß hierfür benutzen, bewusst oder unbewusst. Es geht darum, deine Kraft auszukundschaften und deine Geheimnisse auszuforschen. Wir wissen, dass das Alte Testament auch eine Vorschattung ist und dass alles, was in der Heiligen Schrift geschrieben ist, uns als Beispiel dienen soll. Schauen wir nochmals auf Simson. Simson wurde durch so eine Taktik zu Fall gebracht. Und Simson wurde so um seine Salbung gebracht. Das müssen wir ernst nehmen. Du solltest also keinesfalls deine Geheimnisse mit anderen teilen, die dir Jehova anvertraut hat. Mir kommt da auch noch der Vers aus Matthäus 12, Vers 29 in den Sinn. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Simson wurde seiner Kräfte beraubt, indem man erst hartnäckig seine Geheimnisse ausspionierte, ihn dann band und ihm dann seine Kräfte nahm. Und das hatte fatale Folgen. Wie gehen wir nun mit den Ausfragern am besten um? Ganz klar ist die beste Methode natürlich, den Kontakt komplett abzubrechen und keine Informationen an solche Leute weiterzugeben. Allerdings ist das nicht immer von jetzt auf gleich möglich. Der erste Schritt ist schon mal, dass man sich bewusst wird, dass es solche Leute mit Monitoring Spirits überhaupt gibt und dass diese Monitoring Spirits tatsächlich real und gefährlich sind. Schritt 2. Mit der Erkenntnis um Monitoring Spirits wirst du vermutlich automatisch in deinem Umfeld Leute wahrnehmen, die dir schon immer komische Fragen gestellt haben. Und nun fällt es dir besonders auf. Solche Ausfrager kennen oft keine Grenzen mit ihrer Fragerei und schämen sich auch nicht. Umgekehrt aber geben sie nur wenig bis gar nichts von sich selbst preis. Hast du solche Leute um dich herum? Dann kannst du ja das Phänomen aussprechen, nach dem Motto, weißt du, was mir schon länger aufgefallen ist? Du fragst mich immer sehr viel, aber umgekehrt weiß ich eigentlich gar nichts von dir. Wie kommt das? Was ist deine Motivation, mir so viele Fragen zu stellen? Lautet dann die heuchlerische Antwort, dass man sich halt sehr interessiert, weil man dich sehr mag und sehr mitfühlt, etc., dann könnte man wiederum antworten: Es ist immer gut, wenn das Geben und das Nehmen ausgeglichen ist. So wäre es doch spannend, wenn du mal zur Abwechslung was aus deinem Leben erzählst. Meistens endet dann die Fragerei und die Ausfrageperson zieht sich beleidigt zurück. Es kann aber auch sein, dass diese Person besonders hartnäckig ist und dir dann einen Brocken vorwirft, versucht dich so einzulullen und dann weitermacht mit ihrer Fragerei. In diesem Fall könnte man auch sagen, bin ich hier eigentlich in einem Verhör? Kommst du von der Polizei oder vom FBI? Ich habe in meinem Leben nun genug Fragen beantwortet, dass es nun für immer genug ist.
Möglicherweise hast du deine eigenen Methoden, wie du Ausfragerei stoppen kannst. Es gibt sicher sehr viele effektive Methoden, die ich nicht kenne. Ich selber wende folgende Methoden an. Wenn es mir möglich ist, dann antworte ich gar nicht. Und ansonsten ist die zweitbeliebteste Methode für mich das einsilbig bleiben. Frag dich jemand mit einem Überwachungsgeist zum Beispiel, wie es dir geht, dann kannst du einfach mit gut antworten, wenn es stimmt, und damit aber das Gespräch enden lassen. Also nicht Gegenfrage stellen und dir bla 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 und dann kommt vom anderen die nächste Frage. Nein, frag dich jemand, wie geht's dir? Und derjenige will dich nur ausfragen, dann sag gut und laufe weiter. Nicht umsonst steht geschrieben in Matthäus 10, Vers 36, und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. So lebe ich selber zum Beispiel mit meinen Vermietern unter einem Dach. Am Anfang waren sie sehr freundlich, aber mittlerweile ist hier einiges passiert, seitdem ich hier eingezogen bin. Sie sind immer noch freundlich. Allerdings haben sie jetzt mittlerweile auch mehr Respekt vor mir, weil gewisse Dinge bei mir nicht funktionieren. In der Vergangenheit habe ich mitbekommen, dass sie heimlich in meiner Wohnung waren, nur zum Beispiel. Im Winter war ich für einige Tage im Wallis und als ich zurückkam, wurde ich schon empfangen und mir wurde gesagt, man hätte sich Sorgen um mich gemacht und nächstes Mal solle ich mich doch bitte abmelden. Hä? Ich werde auch gefragt, wann ich Feierabend habe, wann ich morgens mit der Arbeit beginnen würde, etc., etc., etc. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, oder vielleicht könnt ihr es euch doch vorstellen, wie ich da mit Fragen bombardiert werde oder bombardiert worden bin, weil mittlerweile habe ich es abgestellt. Neulich habe ich ein Experiment gestartet. Als meine Vermieterin mich wieder mal ausfragen wollte, lenkte ich den Fokus auf sie. Als sie mich fragte, was ich am 1. Mai vorhätte, machte ich die Gegenfrage und achtete ganz bewusst auf ihre Reaktion, die ich sehr, sehr spannend gefunden habe. Sie ist fast zusammengezuckt, als ich sie gefragt habe, was sie denn vorhätte. Das sind Leute, die alles von anderen, aber gar nichts von sich selbst preisgeben wollen. Sie fühlte sich sehr, sehr unwohl, als ich die Gegenfrage stellte. Finde ich interessant. Sie fragen mich alles und wenn ich mal eine Gegenfrage stelle, dann fühlen sie sich plötzlich unwohl. Ist ja schon sehr komisch. Es ist immer ein Alarmzeichen, wenn Leute so viele Fragen stellen und nachbohren. Wenn dir so etwas passiert, dann lenke den Fokus trotzdem auf sie, sofern du dich mit solchen Leuten unterhalten willst oder musst. In diesem Fall habe ich diesen dämonischen Überwachungsgeistern in Jeschuas Namen längst befohlen, auszufahren und das Haus zu verlassen. Wir müssen wissen, wer wir in unserem Messias Jeschua sind, und wir müssen wissen, dass wir Autorität haben. Hier in der Schweiz läuft selten etwas direkt, immer irgendwie so ein bisschen durch die Blume oder unter dem Deckmantel des sogenannten Humors. Das kann man sich auch zunutze machen, zum Beispiel mit folgendem Spruch: Die Nachbarn dürfen alles essen, aber nicht alles wissen. Und dann kann man ja ein bisschen lächeln. Oder aber man kann sagen, ei, das ist aber eine neugierige Frage.
und so weiter. Sicher hast du deine eigenen Methoden, diese Fragerei abzustellen. Mit dem Bewusstsein, dass es Monitoring Spirits überhaupt gibt, wird man sehr, sehr viel vorsichtiger und auch achtsamer, was die Leute eigentlich einen den ganzen Tag fragen. Zieh dich von solchen Leuten am besten zu 100% zurück und gib ihnen auch nicht einen Krümel Information über dich. Noch etwas können wir aus der Geschichte mit Simson lernen. Oft sind es Leute, die uns nahestehen oder die sich in unser Leben eingeschlichen haben und so tun, als seien sie unsere guten Freunde, die wir liebgewonnen haben. Wenn du dich dann nicht so verhältst, wie sie es von dir erwarten, dann werfen sie dir vor, kalt und lieblos zu sein. Das ist emotionale Erpressung, Verdrehung und Manipulation. Lass dich also emotional nicht manipulieren, respektive erpressen. Wenn dir zum Beispiel jemand vorwirft, kalt und lieblos zu sein, obwohl du ganz genau weißt, dass das überhaupt nicht stimmt, dann kann Folgendes der Fall sein. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass es eine Projektion der anderen Person ist. Das heißt, die Person, die das über dich behauptet, ist in Wirklichkeit selber kalt und lieblos, projiziert es aber auf dich, weil sie sich selber nicht anschauen möchte. Solche Leute verstecken sich gerne hinter einer falsch freundlichen Fassade. Es könnte sich hier also um eine ungewollte Selbstoffenbarung der anderen Person handeln. Bei verdeckten Narzissten ist es ganz oft der Fall. Wie oft werfen sie uns etwas an den Kopf, was eigentlich sie selbst sind und mit uns rein gar nichts zu tun hat. Oder es ist einfach nur ein manipulativer Trick, um dein Verhalten zu ihren Gunsten zu lenken, damit sie einen Vorteil daraus ziehen können. Auch in diesem Fall ist der Manipulator selbst kalt und lieblos, denn Liebe manipuliert nicht. Liebe akzeptiert auch mal ein Nein und respektiert in allen Fällen die Grenzen der anderen. Im Fall von Delilah war es so, dass Delilah sich einen Vorteil verschaffen wollte und Simson so emotional erpresst hat und dabei extrem hartnäckig war. Hast du solche falschen Leute in deinem Umfeld, dann nimm, wenn du kannst, deine Beine in die Hand und geh. Und rechtfertige dich nicht. Du brauchst den anderen nicht vom Gegenteil zu überzeugen. Du musst wissen, dass solche Leute die Wahrheit verdrehen wollen. In diesem Fall bringt es gar nichts, die andere Person vom Gegenteil überzeugen zu wollen, dass du ein besonders liebevoller Mensch bist. Das wäre Zeit- und Energieverschwendung, denn die andere Person hat eine ganz andere Absicht, nämlich dich bewusst zu manipulieren. Also rechtfertige dich nicht, lass es so stehen und geh. Oder aber du kannst Folgendes antworten. Ich respektiere deine Meinung und teile sie nicht. Deine Wahrnehmung entspricht nicht der Realität. Ich respektiere deine Meinung über mich. Du darfst mich gern sehen, wie du möchtest. Dies entspricht einfach nicht der Wahrheit. Manchmal hast du Glück und die böse Person verschwindet dann sehr schnell aus deinem Leben. Das passiert dann, wenn die Person merkt, dass du sehr stark bist innerlich und dass du dich nicht manipulieren lassen wirst. Wenn sie merken, dass du zu stark bist, dann werden sie sehr schnell von alleine gehen. Ich rede aus Erfahrung, das habe ich selber letzten Monat erlebt. Freu dich, wenn diese falschen Leute selber aus deinem Leben gehen. Solche falschen Leute brauchen wir nicht, im Gegenteil, sie schaden uns nur. Lass dich niemals von Gefühlen leiten, halte dich an die Schrift, sei Täter des Wortes. Das hat überhaupt nichts mit mangelnder Empathie zu tun. Manchmal entwickeln wir das Gefühl von Zuneigung zu einem Ungläubigen und fangen eine Freundschaft respektive Beziehung an. 2. Korinther 6, Vers 14 rät uns aber:
Zieht nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Oder manche haben das Gefühl, mit einer bösen Person weiter Kontakt zu halten, damit man diese Person gewinnen könnte, damit diese Person gerettet würde. Die Heilige Schrift jedoch gebietet, mit einem solchen keinen Umgang zu haben. Gefühlsmäßig möchte man einen Verführer oder sagen wir es anders, einen blinden Führer, der mit einer falschen Lehre kommt, vielleicht aufnehmen, um ihn von etwas Besserem zu überzeugen. Doch die Heilige Schrift lehrt, ihn nicht ins Haus aufzunehmen und nicht einmal zu grüßen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz Jehovas und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn Jehova kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Gerade weil wir in der Endzeit sind, müssen wir besonders wachsam sein. Jemand, der von ganzem Herzen an Jehova und an seinen Sohn Jehoshua glaubt und ein Täter des Wortes ist, der ist ein empathischer Mensch. Punkt. Wer von den unwissenden Gottlosen etwas anderes behauptet, der verdreht den Gläubigen bewusst das Wort im Mund um. In Bezug auf Empathie dürfen wir uns keine Fallen stellen lassen. Viele haben von uns Angst, dass unsere Liebe erkalten könnte. Das wollen wir natürlich alle nicht. Aber das weiß der Satan auch und er benutzt es als Umkehrtrick. Bleibe also bei dir und lass dir keinen Quatsch einreden. Sich gesund abzugrenzen ist keineswegs ein Zeichen mangelnder Empathie. Lass dich nicht verführen. Und deine Nachbarn müssen nicht alles von dir wissen. Die Geheimnisse, die du von Jehova bekommen hast, ganz persönlich für dich, die gehen niemand etwas an. Uns so etwas unterzuschieben wie kalt und lieblos zu sein, das sind nur bewusste Manipulationsversuche, um an uns heranzukommen und um uns auszuspionieren. Ich verweise nochmals auf das Beispiel Simson. Vielleicht nimmst du dir jetzt deine Bibel und liest Richter Kapitel 16 nochmal ganz langsam für dich selbst. Seitdem mir das Thema Monitoring Spirits bewusst ist, ist mir einiges klar. Ich selber wusste nichts von Monitoring Spirits, da ich selber eben nicht so bin und mir auch nicht vorstellen kann, wie man so sein kann oder wie man freiwillig so leben möchte. Immer hinter dem Fenster stehen und die Nachbarn beobachten. Was für ein langweiliges Leben muss das sein? Was für ein trauriges und bedauernswertes Leben ist das? Zeit meines Lebens hat es mich aber immer gestört, dass mein Umfeld, und zwar egal wo ich mich befand, mich ständig beobachtet hat. Das scheint ein Phänomen zu sein bei vielen Gläubigen, wie ich mittlerweile weiß. Und es ist auch keine Einbildung. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Mir haben Leute erzählt, dass sie immer mal wieder auf mein Türschild schauen, um zu sehen, ob ich dort noch wohne. Das sind Monitoring Spirits. Dann kam mal eine Frau, die ich privat kannte, als Patientin zu uns, die das ebenfalls gemacht hat und die wollte partout wissen, wo ich jetzt wohne und ich habe es ihr nicht verraten. Sie war dann beleidigt.
Auf einem Ausflug nach Österreich. Ich wohne hier in der Schweiz und ich bin nach Österreich gefahren. Da traf ich dort Bekannte. Und diese Bekannte waren aus meinem ehemaligen Mountainbike Club. Das waren ehemalige sogenannte Freunde, mit denen ich auch in den Ferien war, vor langen Jahren. Und diese Leute warfen mir vor, dass ich meine Arbeitsstelle wieder mal gewechselt hätte und dass ich nicht mehr Kirchenorgel spielen würde und was mir da einfallen würde. Das war vor langen Jahren. Und dass ich die Arbeitsstelle gewechselt hatte und dass ich aufgehört hatte, Kirchenorgel zu spielen, habe ich diesen Leuten nicht selber erzählt. Ich habe diesen Mountainbike Club vor Jahren verlassen, weil ich ihre Gottlosigkeit nicht mehr ertrug. Und wie gesagt, es war vor vielen Jahren. Und sie reden heute immer noch von mir. Haben die eigentlich keine anderen Hobbys, keine anderen Themen? Ich traf auch mal eine ehemalige Chefin auf der Straße und die sagte mir, oh ja, ich sei ja jetzt auch schon sehr lange an dem Arbeitsort, wo ich jetzt gerade bin. Woher wissen denn die Leute alle, wo ich arbeite? Also das passiert mir immer wieder und ich habe mich immer wieder darüber gewundert und auch sehr aufgeregt. Aber das Thema Monitoring Spirits war mir eben nicht bewusst. Wir müssen wissen, dass nicht jeder Mensch mit einer freundlichen Fassade auch immer gute Absichten hat. Vor allem nicht solche, die unseren Herrn Jeschua nicht kennen und ihn auch nicht suchen. Ich gebe Monitoring Spirits keine Chance mehr. Mittlerweile verfahre ich so. Je mehr sie fragen, desto weniger gebe ich preis. Und ich schaue mir die Leute genau an, die mir permanent Fragen stellen. Und umso wachsamer halte ich mein Auge auf die Dinge, über die sie mich ausfragen. Doch ganz los werden wir sie nur mit Hilfe von Jehova, unserem himmlischen Vater, und mit Jeschua, unserem Messias. Es ist kein Kampf zwischen Fleisch und Blut, es ist ein geistiger Kampf. Und somit sind wir gut beraten, ohne Unterlass zu beten. Weiterhin sollten wir wissen, wer wir in dem Messias Jeschua sind. Und wir müssen wissen, dass wir Autorität haben über die Dämonen. Dazu aber mehr in Teil 3. Es gibt noch so viel zu sagen zu dem Thema Monitoring Spirits. Deshalb habe ich eine Serie zu drei Teilen erstellt. Dieser Teil 1 endet hier. Fortsetzung folgt bald.